Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Little Plus mit einem neuen Video für euch, Leute. Wir zocken heute wie ganz normal Fortnite, Leute. Ich mache heute mal in meinem Level wieder weiter, man kennt's. Wenn ihr schon mal nichts mehr verpassen wollt, Leute, gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt, Leute, würde mich freuen. Leider heute kein Update da, finde ich ziemlich schade. Ich habe jetzt gerade nicht so groß drauf geachtet, aber schade, heute also kein Update. Höchstwahrscheinlich, falls es morgen nicht kommen sollte, wird es leider erst nächste Woche erscheinen. Aber da können wir mehr Hoffnungen drin setzen, Leute. Ganz einfache Geschichte. Wie ihr seht, Leute, es fehlt auch nicht mehr viel bis zum, ich werde wahrscheinlich heute noch Battle Pass Level, lass mich gerade überlegen, 89 vielleicht schaffen, wenn ich es gut mache. Sollte eigentlich nicht zu schwer werden. Let's go, Level 87, Leute. Let's go.
Jo. Ich gebe ihm Low Damage, Alter, und er holt mich trotzdem noch weg. Ist klar. Schon wieder absolute Schwitzer hier. Kapitel. Battle Sterne. Easy going. Ist drinne. Leute, mir fehlen sogar nur noch 4 Level, dann hätte ich sogar die Seite 9 durch. Oh. Beziehungsweise, ja, so 2. 3 bis 4 Level würden mir fehlen. Oh. Oh. Gott. So, let's go. Let's go, let's go. Übrigens, Leute, wundert euch nicht, warum das Video gestern, was ich aufgenommen habe, wenn ihr das Video seht, wird es wahrscheinlich aber schon entweder morgen sein oder vielleicht an einem anderen Tag online sein, irgendwie nichts vor oder so. Ich sag's dir schon mal vorab oder so, beziehungsweise damit ihr es nur wisst, so vorweg schon nächste Woche oder die Woche, je nachdem wann das Video halt ankommt. Dieses Video, ich habe es leider kürzen müssen, weil ein Videoinhalt drin war, den ich leider nicht sozusagen videomäßig nicht mit reinnehmen durfte. Deswegen habe ich dieses Video so gekürzt, dass es natürlich auf jeden Fall passt und so weiter, dass es online bleiben darf und so. Und mal gucken, Leute, vielleicht schaffen wir vor dem einjährigen Jubiläum auf meinem Kanal, schaffe ich vielleicht noch die 1000 Videos. Wer weiß, es wäre ein Highlight, ich würde es nicht bestätigen, aber es kann gut sein. Ui, was ist da für ein Würfel? Was ist das für ein Würfel? Sagt es bloß, das ist jetzt so eine, irgendwie Alien-Basis oder so. Oha, ich kann da eindringen, okay. Krass ist das hier. Oha. Lol, du hast hier so einen Schwebeeffekt, hä? Lol. Oha. Oha. Das ist heftig, oha. Da wird auch kaum Schall übertragen, oha. Was ist das denn hier? Oh Gott. Alter, ist das mies. Da wird gefühlt gar kein Schall übertragen. Was? Ey, ist das mies. Da wird überhaupt kein Schall übertragen. Ist das eklig. Das ist echt happig.
Let's go, Scar gefunden. Let's go. Hat mir doch einen höheren Hit gegeben, als ich dachte. Zunächst mal. War er ja schon scheinbar. Also Leute, ich feiere diesen Feiertag-Skin irgendwie auch, also ich fühle diesen Skin irgendwie. Ah Leute, wisst ihr, jetzt ist die nächste Zeit wieder etwas entspannter, einfach weil jetzt ganze Stressmacherei weg ist, ey. Boah, das war die letzte Zeit immer so schlimm gewesen. Ich kann es euch gar nicht sagen. Die ganze Zeit für das lernen oder keine Ahnung. Irgendwie wegen was anderem, ich weiß echt nicht, ey. Leute, da kannst du relativ schnell mal so in eine Depressionsphase fallen oder einfach keine Ahnung. Ich finde es halt schon allgemein jetzt enttäuscht, dass es diese Woche kein Update gibt, worüber man irgendwas berichten könnte. Und nach wie vor, ich weiß, oder ich denke mal, ihr werdet es ja alle mitgekriegt haben, dass das letzte Batman-Comic leider auf, beziehungsweise auf Ende Juli verschoben wurde. Einfach weil sie momentan die Comics nicht so gut herkriegen oder so. Und das war auch schon wieder so eine Sache, das fand ich ziemlich ärgerlich. Vor allem, weil ich ja einen DC-Videotag machen wollte. Und den somit eben auch verschoben habe. Weil Batman ist da schon auch ein wichtiges Element da drin und so weiter. In diesem ganzen Videotag. Und ich finde, ohne den das zu machen, das wäre halt nicht so geil. Wenn ihr versteht. Aber Leute, es ist für die nächste Zeit schon gut geplant. Ich tue halt meistens auch Vordrehen. Falls ich an manchen Tagen hingegen keine Zeit haben sollte. Deswegen drehe ich halt schon immer wieder etwas vor, damit halt, ja, im schlimmsten Fall eben einfach Videos hochgeladen werden können und es zu euch früher oder später passt. Fühl dich einfach und ja. Mal gucken, ob wir auch diesen Freitag im Stream vielleicht Level 100 knacken werden. Das weiß ich noch gar nicht. Entweder diese oder nächste Woche. Wobei ich denke eigentlich diese Woche, weil so viel ist es jetzt auch nicht mehr. Morgen beziehungsweise heute Level 89. Wenn es gut läuft und morgen dann Level 91, dann Donnerstag, wenn die ganzen Aufgaben draußen sind, noch die letzten 9 Level über die Woche spielen und dann sind wir eigentlich auch schon durch, so gutermaßen, würde ich sagen. Ah, das werden wir ja sehen.
Let's go. Also Leute, ich bin mal gespannt, ob wir morgen noch ein Update kriegen werden oder doch nicht. Also Mittwoch. Wenn ihr das Video seht, ist wahrscheinlich schon Mittwoch. Vielleicht auch kommt das Video wann anders. Wer weiß. Übrigens, Leute, was auch aufgefallen ist, die Alien-Eier sind mehr geworden. Dazu gab es jetzt wahrscheinlich eine kleine, aber feine Änderung in der Lobby. Die ersten zwei Alien-Eier sind jetzt endlich aufgetaucht. Wie man wahrscheinlich schon vorher gesehen hat. Desto weiteren kann es sein, dass sich das UFO nochmal bewegt hat in der Zwischenzeit von gestern auf heute. Ich weiß es gar nicht, vielleicht wird es noch bewegen heute, wer weiß. Das kann man nie so genau sagen, aber auf jeden Fall echt nice. Und schon unter den Top 20 angekommen. Ui. Und Leute, ein saftig knaftiger Win wäre wieder schmackhaft. Hätte ich mal gejagt. Soweit. Ja, komm, Alter. Und dann kommt noch Anonymspieler und staubt mich ab, Alter. Das sind mir immer die Besten, ey. Komm und den Angeschossenen abschießen. Ja. So ein Feigling. Campen und dann wieder die Kills abstauben, Alter. Wie schwach ist denn das? Wartet mal, Leute, ich nehme gerade mal noch einen anderen Skin. Gucken, Leute. Oh, Leute, wisst ihr, auf welchen Skin ich gerade wieder so richtig Bock habe? Auf den Xenomorph, den habe ich auch seit langem nicht mehr gespielt jetzt. Ich weiß, der Skin sieht für die meisten fett aus, aber ich finde nice, also bin ich ehrlich. Ist auch einer der Skins, die ich unbedingt haben wollte irgendwie, weil ich fand, der Xenomorph sieht schon cool aus und gehört auch zu einer Filmreihe. Also anders nice.
Let's go. Ist wahrscheinlich auch die letzte Runde. Ich würde sagen, wir machen es so richtig risky. Leute, wir gehen einfach nach Retail. Bam. Mal gucken, was uns im... Also Leute, ich bin schon mal gespannt, was so die nächste Zeit auf uns zukommen wird. Also es sollte ja, glaube ich, noch während der Season irgendwie ein Event geben oder so. In Fortnite oder so. Das mit den Aliens, das wir zum finalen Kampf übersetzen. Bis wiederum dann halt noch, ja... Eben noch, dass sich die Aliens immer weiter verbreiten werden und so weiter und so fort. Kennt man ja alles schon. Tja. Ansonsten müsste man halt mal gucken. Das sieht irgendwie komisch aus beim Xenomorph-Skin, aber was soll man machen? Ist halt immer mal so. Oder das Backgrad halt dezent. Kann auch nicht viel dagegen machen. Das sind halt solche Sachen. Also der Loot schmeckt. Außerdem haben sich die Steps auch gesehen, um auch verändert. Kann es sein oder waren die schon immer so? Und ich habe das noch nicht mitgekriegt. Es kommt mir so vor, als ob die Steps bei den lauter geworden sind oder so. Ich auch irren. Ja, oha. Machen wir den Raygun. Yo. Herz geklärt. Er hat Fortnite studiert, so ein Ding. Schon wieder mit der Raygun, Alter. Wie kann man so hart campen, Leute? Wie? Geil, Leute, machen wir mit einem anderen Skin nochmal eine Runde, ey. Weil ich feiere den Xenomorph auch sehr. Obwohl, komm, wenn man aber noch mit dem Xenomorph. Komm, scheiße. Alter, aber warum muss man denn so campen, Alter? Ist ja schon wieder schlimm heute. Ich glaub's gar nicht. Ständigen hin und her gecampt, ey, was soll das? Also, egal wer mich da gerade gekillt hat, schämlich. Schäm dich einfach nur, Digga. Die ganze Zeit campen und Kills abstauben, also Schande über dich. Was? Halbe Tag. Ja. Wenn du es mit Tobi besprichst, ja. Ich mach nichts mehr über ihn, ohne dass er was sagt, weil sonst bin ich hier wieder der Blöde. Stroud. Mach es, ich mach ihn noch fertig und dann helf ich dir nachher.
Junge, Alter, komm schon wieder Gleitschuppe, wird der hier fast abgestaubt. Glaubst du nicht? Dann spielt er nur mit einer Rotzpistole, Alter, was ist das? Das gibt's doch gar nicht. Schon so ein Feld, lol. Da saß ich am längeren Hebel. Oh, Bro. Da hat er sich gerade selber hochgenommen. Aber ich habe echt kassieren müssen. Irgendwie der Bandages, ey. Nichts Wichtiges. Ist das nervig? Oh. Ja, komm, Alter. Bei mir hab ich heilen lässt. Ach, Mann. So ein Bummi. Und schon wieder einer raus. Ja, Bro, was willst du machen? Ui. Was werde ich denn jetzt dauernd getaggt? Sechs HP hat überlebt, das ist doch ein schlechter Witz. Real Talk, ich beende das Video auch an der Stelle, Leute. Das ist mir jetzt zu viel langsam, glaube ich. Bringt auch nichts mehr. Ich hoffe auf jeden Fall, Leute, euch hat es wie immer gefallen. Gerne Abo-Button und die Glocke aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefallen hat. Würde mich freuen. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Wie ihr wisst. Ich lese mir die Kommentare immer gerne durch. Aber würde ich sagen, Leute, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video, Leute. Peace.